Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir uns mit ein paar Skits und Cutscenes hier begnügt und jetzt wollen wir mit der Story weitermachen, aber ich bin noch mal kurz zur Kriegerrasse hingegangen. Nämlich einmal ist hier ein Skit und zweimal ist hier noch eine Anfrage, die ich noch nicht abgegeben habe, weil wir eine magische Karte davon bekommen, für den Knochenschlüssel. Ja, geil. So. Und Rubias Cutter. Komm schon, Geschmack. Okay, keine Ahnung von wo die ist. Sie sah aus wie aus Tales of the Tempest, glaube ich. War, glaube ich, ein Zeichen Skill. So, die Maske der Gerechtigkeit. I have always wanted to come to this place. Wir gehen aber gleich wieder. Can challenge Riot Peak and test your skill? Right. And also meet Ombre Noir, the Mask of Justice. Homeboy Niles? Ombre Noir. He makes his home at Riot Peak and protects the island. He invites warriors to fight so that he might instill in powerful men a desire for peace. Whenever innocents are in peril, he leaves the island and emerges as a powerful force for righteousness. Yeah, okay. Wait, hold on. I thought only the Guardians live on Riot Peak. You are correct. Ombre Noir is a character based off the Riot Peak Guardian we met. Wait, you met the Guardian? Well, yeah. Wow. I've always wanted to meet him. I even got his autograph. When did that happen? What? Incredible. You must show it to me later. Why wait till later when I can show you now? It's right what? Over there in my luggage. Oh, let's see. What? Those two sure are chummy. Man, I should have asked for an autograph too. What? Ich würde mich eher fragen, warum er das Autogramm die ganze Zeit mit sich rumschleppt. Und wann erst, wo, egal. So, wir machen weiter mit der Story, das ist wichtiger. Wir müssen zum 11 Forschungslabor. Warum auch nicht? Tu mal die Story ein bisschen ankurbeln, ne? Was sieht ein Land aus? It's very different from the other places we've seen on Fodra. I think it's kind of creepy. I'm guessing it's been this way for at least a few hundred years. Whatever happened took place the same time Fodra was dying. Dying. Oh nein, nicht schon wieder über Tod denken. Are you all right? What is it? I knew it. She's calling me. Strange. I didn't hear anything. I think we should wrap things up here as soon as we can. Das glaube ich aber nicht. Ich habe immer noch einen Finstertrunk. Boah. Von den krassen Trainingseinheiten. Erstmal, wen habe ich denn hier alles? Wen steuere ich denn am besten? Ich habe so Bock, Pascal zu spielen. Mit. Ja, die. Nee, Richard. Komm du mal. So, Skit. Clevere Frauen. Hey, what are you thinking about now, Pascal? Well, I'm trying to figure out the language Sai uses. If we can understand each other, I'm kind of hoping we can. Ja, das ist auch noch bei uns. Oh, but will it be easy becoming friends so quickly? Sure. I mean, you and I are already buds, right? Yes. Are you getting jealous by any chance, Sophie? Jealous? Oh, right. Jealousy is when. I know. Jealousy is what a crafty woman causes in order to get her hooks deeper into a man. What? You've been talking to Captain Malik again. Oh, I want to be a crafty woman. What? Okay. Ich speichere erstmal. Dieses Skit zu verkraften. Die muss aufhören mit Malik zu reden. Alles klar, so. Wir müssen mal hier rein. Ich schätze mal, wir gehen hier rein. Das geht nicht auf, dann gehen wir da rein. Für den Schwierigkeitsgrad immer noch auf Chaos. Okay, dann gehen wir den anderen Weg. Okay, rechts, ich wollte sowieso nach rechts gehen. So, mal gucken, wie sehr ich hier auf dem Maul bekomme von den Gegnern.
Geben wir bestimmt voll Möhre eins aufs Maul. Ehrlich gesagt, jetzt, wo ich doch mal nachdenke, ich sollte doch vielleicht ein bisschen den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Weil ich habe Angst vor den Gegnern. Vor allem, wenn ich jetzt zum Finstertrunk noch anhab. Da ist die Spawn wieder ganz schnell. Da bin ich ja richtig. Nee, das sieht nicht sehr alleinladend aus. Wir gehen nach rechts. Aber ich habe schon fast alle A-Arts und E-Arts. Ja klar, doch fast mit allen schon alle A-Arts und E-Arts Titel gemeistert. Das heißt, jeder Angriff, der drückt ganz schön viel. 93, okay, die noch ein bisschen stärker als wir. Feuer und 13. Okay, komm her. Aua. Ah. Da kann ich auch mal Pascals Tempo einsetzen. Ich bin unbesiegbar. Futsch. Ja, alle, die sich jetzt hier drin bewegen, sie bekommen nämlich gar keinen Schaden und das ist geil. Und das hält doch verdammt lange, sehe ich gerade. Richtig schön. Naja. Melix habe ich auch noch nicht gezeigt, glaube ich. Muss die ganze Zeit ausstellen, weil ich will ja die Erklärung dazu noch vorlesen und so. Aua. Sobald Richard auch mal Metroiden einsetzt, kann ich auch mal sagen. Kann ich auch Bescheid geben, damit ihr wisst, welche Attacke das ist. Runenschild. Wechselt Pascal in den Tempomodus. Kann jeder in ihrem Kreis-Glyphen alle Angriffe abwehren. Eigene Angriffe können nicht abgewehrt werden. Da sich der Effekt auf alle Verbündeten innerhalb einer Glyphe erstreckt, kannst du deine Gruppe durch einen Einsatz am richtigen Ort aus größter Not retten. Ja. Richtig nett. So, hier ist ein Hebel. Kann ich nicht betätigen. Okay. Dann weiter. Ah, und wir haben den Finstertrunk nicht mehr an. Oh, das kenne ich noch. Das Rätsel, ja. Ende mit Schmerzen. I don't think we'll be able to proceed. If only we could fix the elevation difference. Wir können auch drüber springen. Check the machine gizmo over there. I think its switches correspond to the colors on the floor. If I mess around with it, I'm sure something will happen. Something meaning what? Something good? Oh, it should be fine. You seem oddly calm about this. I'm resigned to the fact that Pascal's messing around will bring us to some sort of painful finish. Hubert, you want Pascal's messing around to bring you to a painful finish? What? That's... I didn't say that. Hey, maybe she's into that sort of thing. Who am I to judge, right? I did not say that. Oh, mein Gott, diese... Oh Gott, ah. So. Das ist eine rote Truhe, das heißt... Da ist bestimmt ein Buch drin, wenn ich mich nicht irre. So. Wir können das jetzt nur bestimmte Anzahl hier bewegen. Und ja. Zurücksetzen. 4 haben wir. Okay, dann tun wir mal blau einen runter machen, weil sonst kommen wir nicht da dran. Jetzt tun wir den roten. Ja, machen wir mal so, dann können wir zur Truhe hin. Magische Katar Nummer 75. Senels Katar. Wenn sie etwas in Mitleidenschaft ziehen will. Das uns teuer ist. So, das hätten wir schon mal erledigt. Okay, keine Bücher. Aber in so roten Ton ist meist immer was Gutes drin. So, jetzt muss ich das irgendwie so machen, dass ich darüber kann. So. Ein bisschen näher da hinten anders. Okay, der blaue muss auf jeden Fall. So. Warte mal, das heißt, der gelbe kommt so. Nee. So. Dann muss ich bei den roten drüber. Warte. Irgendwie bei den roten. Das heißt, der blaue. Gelbe. Nee. Warte mal, ist doch richtig so, oder? Jetzt kann ich so darüber, ne? Geil! Okay. Bitte! Komm her! Aua. Oh Gott! Oh, mein Gott, war knapp. Ich gut, geil. Doch bloß nicht, dass ich diesen Glyphenschild nicht spammen werde.
Ungefähr so. Da kann ich auch Gegner richtig schön hier eins reingeben. Richtig schön. Jetzt noch den hier. Inferno! Was war das? Ein leuchtender Kern und Verteidigungsscherben. Okay. Ich habe immer noch nicht einen brillanten Illusionisten hergestellt. So, das, was ich für Medic hier brauche. Keine Ahnung. Schon irgendwie auf die Scherben gehabt, aber irgendwie nix. Weiß nicht, was ich für Scherben oder so brauche. So, kann ich irgendwas machen? Nein. Aber ich kann dich fertig machen. Bams! Wer hat jetzt Richard? Okay. Jetzt Meteoroiden ein. Los, komm schon. Mein Gott, da gibt's uns. Lass mich in Ruhe. Wir machen diese Geräusche. Oh, da ist schon wieder mein Controller. Warum? Was gibt's da nicht? Hör jetzt auf. Hey, bleibst du hier? Aua. Warum halten die jetzt so viel mehr aus? Und nochmal Ifrit. Und Glühwe. Und jetzt seid ihr tot. Finde ich schön. Vielleicht was anderes einsetzen sollen, dann hat es lange gedauert. Oh, Entschuldigung, aua. Mein Gott, warum halten die jetzt so viel aus? Ich glaube, ich habe viel zu viele Magier in der Truppe. Obwohl, die sind anfällig gegen die Arzt. Zack und zack und zack! Eieiei, so. Jetzt kann ich einfach Arzt einsetzen, wie ich will. Aber jetzt haben wir nämlich alle Arzt schon. Richtig schön. Jetzt kann ich kann die Kämpfe jetzt so vollziehen, wie ich es will. Volle Pulle. So. Rosmarin. Von den Viechern bekommen wir auch ganz schön viele, glaube ich. Haben wir schon viele bekommen, ne? So, was haben wir hier? Was bist du denn? Verbrennung, Maschinen, ja, okay. Verbrennung, okay. Verbrennung, Bams. Verbrennung, Bams. Verbrennung, Bams. Also nochmal. Zack. Und schon wieder. Rubin-Inferno. Richtig schön. Für die Overkill-Attacke. Wenn man die sich so anguckt. Oh, wo kommst du denn her? Du fliegendes Dingen. Ist auch so eine richtig gute Nahkampf-Magierin eigentlich. Ey. So, bestimmt gegen Luft und so anfällig, ne? Ey, wo kommst du her? Uah. Kann schon wieder unbesiegbar sein. Warum tut sich ihre Tempoanzeige so schnell erfüllen, ey? Aua. Okay. Da kommt Bock zu brechen. Okay, da war, glaube ich, Verschwindung. Ja. Jetzt ist die Tempoanzeige leer. Egal. So haben wir hier auch nichts. Nein. Okay, dann gehen wir weiter. Na. Das ist wieder so ein Ding. Na? Piraten, jetzt sind wir da, wo diese Giftstelle ist, ne? Oder? Kann ich das irgendwie abstellen? Hier lässt sich offen. Okay, da ist eine Truhe. Frage ist, will ich diese giftbesudelte Truhe überhaupt haben? Egal.
Und dann sehe ich wieder eine rote Truhe sogar. Geil. Ah, ich meine mich zu erinnern. Da muss man, glaube ich, erst zur anderen Seite gehen. Ah, das ist auch ein Schalter. Okay, genau. Und weiß nicht so. Ja, da kann man schon von der anderen Seite darüber. Wie komme ich jetzt aber darüber erstmal? Einen roten. Fuck. Ja. So, das sieht schon mal richtiger aus. Oder auch nicht. Wie komme ich darüber? Also komme ich nicht darüber, oder? Doch, na klar komme ich darüber. Haha. Jetzt haben wir uns noch die Truhe. Perfekt. Mann, das war einfach. Ein Hebel für ein Gasventil. Bringt ihn an und drehen, um einen Gasausstoß zu steuern. Um den Gasausstoß zu steuern. Das heißt, wir können nochmal zurück. Super. Okay, das war hier. Das war hier. Das war. Ja, perfekt. So, nochmal den ganzen Weg zurück. Hoffentlich lohnt sich das auch. Das ist eine blaue Kiste, das heißt, da muss irgendwas 0815-mäßiges drin sein. Ich bin nicht irre. Aber werden wir ja sehen. Na, ist den Kopf verloren vor lauter Zweifel. So. Alles klar. Normas Cutter. Ich habe keinen Zweifel mehr, Meister. Okay. Frage ist, will ich durch diese Tür da durchgehen? Sieht schon so richtig aus. Wie kommen wir da hin? Müssen wir doch wieder zum Anfang kommen, oder? Ach, jetzt sind wir auf der linken Seite, okay. Gut so. Das heißt, wir müssen noch mal ein Rätsel machen, aber ist einfach jetzt, wenn man weiß wie. Übrigens Norma, weiß ich nicht von wo die ist, kommt mir irgendwie bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Ich weiß nicht, welches Spiel sie kommt. Das tut mir leid. Für alle, die diese kennen und wissen, von wo sie kommt. Ach nee, da ist ja noch alles da. Okay, stimmt. Ist ja nicht geändert. Ist ja nicht irgendein Spaß da vorbeigekommen und hat das geändert, ne? Macht die doch bestimmt voll gerne in der Freizeit. So, wo sind wir hier? Was, das geht nicht auf, warum nicht? Okay, dann ignorieren wir mal ein paar Gegner. Ich bin schon stark genug, ne? Irgendwie nicht. Ich bekomme immer noch voll aufs Maul, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Dann gehen wir mal hier hin. Jetzt wieder nach oben. Schön. Ah, das sieht richtig aus. Na. Vergiss this place. It looks like some kind of lab. What does it say? The data's all damaged, so it's kind of hard to tell. I think it's some kind of research log. Signs of change apparent in Fodra's core. Further details are unfortunately unclear. Researchers who have been sent to investigate are due to return shortly. He has yet to respond. He appears
appears to believe that his research with Lambda will somehow provide us with the answers that we seek. In the meantime, we've asked Emerald for her assistance. We hope this leads to new developments in our quest for the truth. The birth of the Little Queen. In truth, we're not quite sure how to handle this predicament. Our initial research team was completely annihilated. Survivors from the second team, however, managed to bring back samples for further study. Unfortunately, these survivors are in critical condition and are undergoing medical treatment. They aren't expected to live much longer. We must not let their sacrifices be in vain. We will begin researching the samples immediately. Noch irgendeine Sicherung, wie sich anhört. So it's Lambda and Emerald again, is it? And something called the Little Queen. Any idea what he's talking about? Foldra's core produces Elith, which has an effect on creatures the core created. Nothing more. Do you know something, Lambda? I too was created by Foldra's core. It is a trivial matter for me to observe the flow of the core's Elith. Is it possible the core will affect you? Or Sophie? Do you fear the evolution of my power? Are you afraid of losing control? No, it's not that. I'm just worried that you and Sophie might be hurt. Haspel, your eye. Are you okay? Me? No, I'm fine. Are you okay? Also immer irgendwie am Leuchten. I think so, but I feel strange. I'm not sure what it is. But it's like I felt it before. If everyone's ready, we have more exploring to do. Let's see what we can find. Okay. Ich würde aber sagen, das ist eine gute Gelegenheit, einen Schnitt zu machen. Wenn ich mich nicht irre, müsste auch irgendwo hier ein Speicherpunkt sein, oder? Verdammt. War ja nicht irgendwo ein Speicherpunkt? Wir können einen Schnitt machen. Okay. Ja. Oh, da ist ein Speicherpunkt. Und es geht, was ihr wohlgefallen findet. No two ways about it. I don't like this place at all. You hate this place? So what place do you like, Sharia? I like Launt, and I love that flower meadow on Launt Hill. And Asbel? Do you love Asbel? Asbel? That isn't really the kind of love I was talking about. Oh, because I love Asbel. Well, if you put it like that, then I guess I do too. Hooray! We both love Asbel. I also love crablets. Crablets? They're so delicious. Do you hate crablets? I don't hate crablets, no, but I just... I wouldn't put them at the same level as Asbel. Da könnte man irgendwie meinen, dass entweder so wie naiv oder clever ist. Aber egal. Ich würde sagen, das war schon wieder lang genug. Ja, komm. War lang genug und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!